Der Trailer von Challengers schlug riesige Wellen. Der Film wirkt versauter als alle 50 Shades und After-Filme zusammen. Leute erwarten wilde Dreier auf Tennisplätzen und vielleicht sogar eine Prise BDSM. In unzähligen TikToks schmachten Leute die heiße Szene im Hotelzimmer an. Selbst die berühmte Szene, in der Timothée Chalamet einen Pfirsich begattet, sei Kindergeburtstag im Vergleich zu Challengers. Aber halten wir uns mal zurück und schließen die Reißverschlüsse wieder zu. Worum geht's in diesem Sportfilm? Wer in letzter Zeit ein Kino besucht hat, dürfte vielleicht den Trailer gesehen haben und sich gefragt haben, warum eine leicht bekleidete Zendaya zwischen zwei Männern auf einem Bett sitzt. Und irgendwie geht's um Tennis? Was zum Himmel soll dieser Film sein? Ist er wirklich nur eine Geschichte über ein generisches Liebesdreieck, so wie der Trailer es vermuten lässt? Oder steckt doch mehr dahinter? Und warum sind die Kritiken zum Film dermaßen überschwänglich? All das erkläre ich euch heute und auch, was mir an Challengers tatsächlich so gar nicht gefallen hat. Also packt das Gleitgel aus und los geht's. Die ehemalige Tennisspielerin Tashi Duncan und der aktive Tennisprofi Art Donaldson sind verheiratet und haben eine gemeinsame Tochter. Doch das gemeinsame Leben dreht sich nur um ein Thema, nämlich Tennis. Denn Art ist ein internationaler Topstar und Tashi sein Coach. Doch Art ist seit einer Verletzung auf dem absteigenden Ast und verliert Spiel um Spiel. Um Selbstbewusstsein zu tanken, soll er nochmal bei einem zweitrangigen Challenger-Turnier mitspielen, um sich für die ATP-Tour zu qualifizieren. Im Finale dieses Turniers trifft er aber auf einen alten Bekannten und Rivalen, nämlich Patrick Zweig. Was zwischen den dreien vorgefallen ist und warum das Ehepaar Patrick eigentlich nie wieder sehen wollte, erfahren wir durch Flashbacks. Mich hat nicht nur der Trailer gefesselt, ich bin ja auch nur ein Mensch, sondern auch die Personen, die an dem Projekt beteiligt sind, über die ich gleich noch sprechen werde. Ja, es geht um Tennis, es geht um Sex und ein klassisches Liebesdreieck. Challengers dreht sich um die tennisbesessene, leistungsorientierte und manipulative Tashi, die über einen Zeitraum von 13 Jahren von zwei Männern gleichzeitig begehrt wird, während sie in ihrem Mann nicht mehr sieht als einen, Zitat, Schläger und Schwanz. Schnell wird klar, das ist kein reiner Tennisfilm. Natürlich nicht. Ich bin's leid zu sagen, bei jedem guten Sportfilm, der mir hier unterkommt, lasst euch nicht vom Sportthema abhalten, selbst wenn ihr euch für die jeweilige Sportart nicht interessiert. Wie bei allen nennenswerten Sportfilmen geht es um so viel mehr und auch hier wird Tennis zur Metapher für das, was sich zwischen den Figuren abspielt. Das größte Verkaufsargument des Films für viele ist sicherlich Zendaya. Noch vor ein paar Jahren hat sie eine 17-Jährige gespielt. Hier in Challengers spielt sie eine Ehefrau und Mutter. Diesen Film hat sie sogar mitproduziert und ihre Figur gleich mitgestaltet, denn sie ließ einige Details im Drehbuch ändern, was die Figur angeht. Das zeigt schon, dass Challengers für sie mehr als nur ein Gehaltscheck war, sondern wirklich ein Passion-Project. Ich höre und lese ja immer wieder, wie Zendaya für ihre schauspielerischen Fähigkeiten kritisiert wird und dass viele sie nie als die Figur annehmen können, die sie spielen soll. Ist das bei euch auch so? Ich persönlich kann das nämlich gar nicht nachvollziehen. Wie kann man Euphoria gesehen haben und immer noch behaupten, Zendaya sei keine fähige Schauspielerin? Auch ihre Performance in Dune 2 hat mich nachhaltig beeindruckt. Auch hier in Challengers finde ich es faszinierend, wie sie sich mit ihrer selbstbewussten und manipulativen Art über die deutlich größeren Männer stellt. Im Prinzip gibt sie den Ton an in diesem Dreiergespann und das macht sie mit einer beeindruckenden Natürlichkeit und deswegen ist auch sie der Dreh- und Angelpunkt der gesamten Handlung. Sie wird von den beiden Männern aber auch als die attraktivste Person der Welt bezeichnet und angehimmelt. Art zum Beispiel sagt ihr gleich mehrmals, dass jeder Mann auf diesem Planeten auf sie stehen würde. Es hilft natürlich, wenn man diese Einstellung teilt. Lasst euch aber auch nicht zu sehr von dem Schönheitsideal blenden. Ich meine, Stars in Hollywood erreichen dieses Ideal auch mit Ernährungscoaches, Personal Trainers und viele auch mit Schönheits-OPs. Also hinterfragt das, bevor ihr eine Person nur wegen Äußerlichkeiten anhimmelt und nehmt das nicht als einzigen Grund, um ins Kino zu gehen. So oder so, dieser Film bietet eine wilde sexuelle Fantasie in der Welt der Schönen und Reichen, die von Patrick, dem Bad Boy, torpediert wird. Es ist quasi Jonas Lebensgeschichte.
Die Darsteller harmonieren auf der Leinwand und das auch noch mit einer gewissen Leichtigkeit, dass man ihnen diese gesamte turbulente Lebens- und Liebesgeschichte abkauft. Wenn ich Cast sage, meine ich aber auch nur explizit drei Figuren. Denn neben Tashi und den beiden Männern Art und Patrick gibt es sonst keine nennenswerten Figuren oder Storylines. Den beiden Darstellern Mike Faist und Josh O'Connor kauft man jede Sekunde ab, dass sie sich kennen, seit sie 12 sind. Sie wirken in manchen Szenen so vertraut wie Zwillinge. Es wurde einfach an jedes Detail gedacht. Spannend ist zum Beispiel, wie die Kamera immer wieder über ihre Körper fährt und dabei Narben offenbart werden, die auf die ganzen Verletzungen deuten, die so eine Sportlerkarriere mit sich bringt. Der Cast war monatelang im Tenniscamp. Dort haben sie mit legendären Tennistrainern wie Brad Gilbert trainiert und sind einander näher gekommen. Das hat nicht nur ihre Tennisskills verbessert, sondern auch die Chemie. Denn gerade die Dialoge sind ein regelrechter Schlagabtausch und in vielen Szenen geht es zwischen den Figuren wild hin und her. Genau wie beim Tennis. Habt ihr vielleicht noch etwas gemerkt? Die Darsteller selbst haben in einem Interview darauf hingewiesen, die Anfangsbuchstaben der Figuren Art, Tashi und Patrick ergeben ATP. Also ATP, genau wie die Vereinigung der professionellen Tennisspieler, die eines der wichtigsten Tennisturniere der Welt austrägt. Okay, zugegeben, all das mag generisch klingen. Ein Liebesdreieck? Soll Challengers eine Seifenoper sein? Doch die gesamte Inszenierung schenkt dem Film seinen Funken und das gewisse Etwas. Denn hinter jedem wuchtigen Aufschlag und jedem Schweißtropfen stecken tiefe Emotionen, die der Film erforscht. Zwar gibt es in jedem zweiten Bild Marken und Product Placement zu sehen, aber das passt natürlich zur professionellen Sportwelt und man hat das Gefühl, dass die Inszenierung sich immer der Geschichte unterordnet. Während der erste Akt etwas vor sich dahin plätschert, wird der Film nicht nur vom Schauspiel, sondern auch vom Soundtrack und der Kameraarbeit getragen. Kurz gesagt, Challengers entwickelt einen filmischen Sog, dem man sich gar nicht entziehen kann. Meine Augen klebten an der Leinwand und das lag nur zum Teil an den nackten Körpern, die man da sehen kann. Ihr wisst, was ich meine. Challengers sieht nach großem Kino aus und das liegt zum Teil an der geringen Schärfentiefe. Das heißt, gerade in den nahen Einstellungen der Gesichter sind nur winzige Bereiche scharf. Das verstärkt diese intensiven Dialoge und die Gefühlswelten der Figuren. Die Kamera wechselt auch immer wieder den Winkel und wechselt rasant zwischen weiten und nahen Einstellungen. Dann gibt es so viele kreative Einfälle, Schwenks in wilde Höhen, Kamerafahrten, die man nicht für möglich gehalten hat und immer wieder werden Tennisbälle Richtung Kamera geschlagen. Dadurch ist man als Publikum ständig, ja, on edge. Man merkt, mit wie viel Liebe zum Detail an den Bildern und dem Schnitt gearbeitet wurde. Es ist natürlich kein Zufall, wie die Kostüme von Jonathan Anderson durch einen Windstoß einen Blick auf Zendayas Hintern offenbaren. Oder wie der Kameramann Sayombu Mukdiprom den beiden Männern immer wieder in den Schritt filmt. Oder wie sie Churros oder Bananen essen. Bringt also Handtücher mit in den Kinosaal, ihr werdet sie brauchen. Noch raffinierter geht der Film aber mit seiner Musik um. Gerade weil es schnelle Tempowechsel gibt und Stille oft von einem explosiven Elektrosong unterbrochen wird, dadurch bleibt man als Publikum immer, ja, auf der Kante des Kinosessels, man ist immer auf der Hut. Der Soundtrack von Trent Reznor und Atticus Ross ist wahrscheinlich die größte Stärke dieses Films. Die beiden haben bereits zwei Oscars gewonnen, nämlich mit The Social Network und mit Soul. Und mit dem Regisseur von Challengers haben sie schon in dessen letztem Film Bones and All zusammengearbeitet und jetzt nochmal später dieses Jahr mit Queer. Das ist nämlich der nächste Film von Luca Guadagnino. Unfassbar, wie produktiv der italienische Filmemacher ist. Aktuell hat er 8 Filme in der Pipeline, unter anderem ein Sequel zu Call Me By Your Name. Der Pfirsich Strikes Back. Ich verstehe es nicht. Wie kann Challengers noch immer so unter dem Radar laufen? Wenn Luca Guadagnino einen Film veröffentlicht, sollte man doch aufhorchen. Noch beeindruckender ist, dass Challengers das Debütwerk des Drehbuchautors Justin Kuritzkis ist. Und wie Kuritzkis Spannung aufbaut, ist eindrucksvoll. Der Film beginnt mit dem Tennis-Match zwischen Art und Patrick. Dieses Match zieht sich durch die gesamte Laufzeit, wird aber immer wieder von Flashbacks unterbrochen. Was wie ein uninteressantes Tennis-Match zwischen zwei Unbekannten beginnt,
wird mit jeder gezeigten Zeitebene interessanter und fesselnder. Dieser gesamte Film wird mit seinen vielen Zeitsprüngen antichronologisch erzählt, so als hätte Christopher Nolan beim Drehbuch ausgeholfen. Mit jeder Zeitebene wird eine weitere Schicht der Figuren abgetragen und diese Figurendynamik zu durchblicken macht einfach Spaß, weil man sich permanent fragt, was zur Hölle ist zwischen diesen drei Menschen vorgefallen. Genau das macht die Spannung aus und daher rührt meine persönliche Liebe für figurengetriebene Filme. Wir dürfen teilhaben am Leben von drei vielschichtigen Menschen, die etwas im Leben suchen, aber alleine nicht finden können und daher abhängig voneinander werden und eine jahrzehntelange Kodependenz eingehen. Alle drei nutzen den Tennissport, aber auch die körperliche Liebe, um sich selbst von ihrer Trauer und ihren Selbstzweifeln abzulenken. Sie alle hatten das große Glück, ihre Leidenschaft zum Beruf machen zu können, doch werden sie dann auch mit der Realität konfrontiert, was es bedeutet, sich so sehr mit seiner Leidenschaft beruflich auseinandersetzen zu müssen. Und dass das eben auch bedeuten kann, seine Leidenschaft immer wieder zu verlieren und darum zu kämpfen. So vieles, was für den Film spricht. Doch bei aller Liebe zu dieser antichronologischen Erzählweise sind die vielen Zeitsprünge am Ende auch nur ein Trugschluss und nicht mehr als ein Kniff des Drehbuchs. Diese Zeitsprünge machen den Film nämlich auch sehr viel komplizierter, als er eigentlich sein müsste. Ja, es macht Spaß, die Handlungen so zusammenzupuzzeln und ja, diese Erzählweise gibt dem Film eine besondere Aura. Genau das hebt den Film nämlich vom generischen Young Adult Liebesdreieck à la Twilight ab und lässt ihn vielmehr wie einen künstlerisch anspruchsvollen Film aus Europa wirken. Doch gleichzeitig wurde mir dieser Kniff während der Handlung etwas zu repetitiv, genau wie die Tennisschläger, die immer im selben Wutakt zerschlagen wurden. Beim fünften Mal habe ich aufgehört mitzuzählen, weil ich das Gefühl hatte, immer wieder dieselbe Szene zu sehen. Bei all der Experimentierfreudigkeit wird so manches Mal auch leider ins Fettnäpfchen getreten. Die vielen Kameraspielereien führen zum Beispiel zu einer Kamerafahrt, in der die Perspektive des Tennisballs eingenommen wird. Gemeinsam mit der Kamera fliegt das Publikum über den Tennisplatz und überschlägt sich. Das war für mich kein wirkungsvolles Filmemachen, sondern vielmehr das Gefühl, als würde ich mit einer VR-Brille Achterbahn fahren. Es ist ein Gimmick. Das hat mich eher aus der Immersion geworfen. Und bei aller Liebe zu Zendaya, ihr habe ich die Rolle der Mutter mit einem etwas älteren Kind einfach nicht abgekauft. Für mich ist es ein Rätsel, wieso sie das Kind nicht einfach jünger gecastet haben. Das hätte dieses Immersionsproblem auch recht einfach gelöst. Challengers ist bei der Kritik dermaßen beliebt, dass man ihn schon jetzt in vielen Top-Listen der besten Sportfilme aller Zeiten wiederfindet. Für mich ist er aber nicht einmal der beste Tennisfilm. Woody Allens Matchpoint wird bald 20 Jahre alt und der Kriminalfilm ist für mich bis heute unerreicht. Also nehmt das als Filmtipp mit. Dennoch ist Challengers ein wilder Ritt und das nicht nur für diejenigen, die nackte Körper auf der Leinwand sehen wollen und eine wendungsreiche Liebesgeschichte. Mit jedem Zeitsprung erfahren wir mehr von diesen vielschichtigen Figuren. So wird das anfängliche Tennisspiel zu einem Schicksalsmatch. Bis auf ein paar Aussetzer beweist Luca Guadagnino wieder einmal, was für ein außergewöhnlicher Filmemacher in ihm steckt. Doch Challengers wird wahrscheinlich nicht mein Lieblingsfilm von ihm werden, denn obwohl ich euphorisch aus dem Kinosaal kam, hat sich dann auch etwas Ernüchterung breit gemacht. Aufgrund seiner Schwächen verbleibe ich bei wirklich gut gemeinten 7 von 10 Punkten für Challengers. Ich bin auch erstaunt darüber, wie wenig Nachklang der Film in mir hatte. Sehenswert ist er dennoch und gerade diese mittelgroßen kreativen Stoffe sollten wir unterstützen. Daher ab ins Kino mit euch, lasst euch Challengers nicht entgehen, denn schauspielerisch und inszenatorisch steht der Film über allen Dingen. Aber wo war der Cameo von Boris Becker? Wie sieht's bei euch aus? Seid ihr scharf darauf, Challengers im Kino zu sehen? Braucht das Kino mehr nackte Haut? Schreibt mir eure Meinung mal in die Kommentare. Ansonsten solltet ihr weitere Videos im Funknetzwerk sehen, zum Beispiel Wumms. Schaut da mal vorbei, da geht's zwar eher um Fußball, aber tja, Sport ist Mord. Checkt auch gerne mal unsere vorletzte Kritik aus, denn aktuell läuft auch Civil War im Kino und Jonas erklärt euch, warum ihr diesen bombastischen Film über einen fiktiven Bürgerkrieg in den USA, warum ihr den unbedingt mal gesehen haben solltet. Und ansonsten bis zum nächsten Mal hier auf Cinema Strikes Back mit mir, dem Alper. Tschüss.